Ja, liebe Freunde, und da sind wir wieder mit einem neuen Let's Play Supremacy 1914. Eines, das vielleicht jetzt etwas verzögert erscheint, dadurch, dass ich ein bisschen Reserve brauche, um hier noch weiteres raushauen zu können an Let's Plays. Und ich werde mich wahrscheinlich notgedrungen einem anderen Projekt widmen müssen, da ich das in Echtzeit hier nicht mithalten kann aufgrund meiner privaten Zeitplanung. Ja, ich werde es wie gesagt weiterhin versuchen, auch ab und zu nochmal reinzuschauen, ab und zu ein paar Aufnahmen zu machen, etwas aufzunehmen. Ich habe mich gerade wiederholt, auch schlau. Und dann hier euch auf dem Laufenden zu halten und dafür zu sorgen, dass wir diese Runde diesmal definitiv gewinnen. Und zwar wie folgt. Ottawa 78 78% Aufstandsgefahr. Ne, aber stabile Moral. Festung braucht noch 13 Minuten. Und was ich geplant hatte, in New York, die Festung braucht noch 7 Minuten. Die können wir ruhig warten. Brauche sie noch, bis sie fertig ist. Dann baue ich hier eine Eisenbahn hin. Kohle haben wir genug. In Vermont baue ich noch gerade eine Eisenbahn. Habe ich vorhin schon gemacht, bevor ich auch nehmen konnte. Ja. Und hier lasse ich die mal ein bisschen vorrücken. Ich weiß nicht, ob ich Kamikaze auf Moncon schaffen kann. Ich würde Moncon schon sehr gerne haben. Fisch, denke ich mal, reicht noch aus. Den kriegen wir noch hin. Plus 64, das sollte jetzt nicht schwer sein. Notfalls überfallen wir noch Halifax. 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 Oder wie man es ausspricht. Sowas in Richtung. Und ja, damit sichert man schon mal die Fischversorgung für die Bevölkerung. Haben dann hier auch schon etwas mehr Metall und sowas, damit wir hier Festung wirklich hochbammen können. Damit irgendwas unsere Moral hochhält. Ja, Nordkanada ist offline gegangen, Südkanada ist offline gegangen, zentrale USA sind zum Glück gerade nicht online und südliche USA sind gerade nicht online. Jedenfalls habe ich das vor einer Stunde nachgeschaut und die sind da nicht online gewesen, hoffentlich jetzt immer noch nicht. Oh, nicht schon wieder. Leck mich. So, ausgetrickst. Und er ist offline. Spieler inaktiv, schon KI gesteuert. Ja, schon KI gesteuert. Das ist schön. Und ja, wie gesagt, ich lasse die hier kurz scouten, gucken, ob ich Moncon angreifen kann. So mit meiner Great Dialect, den ich hier drauf habe. Naja, auf jeden Fall gucke ich, ob ich das schaffen kann und wie wir dadurch Gewinn erzielen können, beziehungsweise Landzunahme, etc., etc. Stehen wir eigentlich irgendwo drauf? Ja, Zentral-USA, Zentral-USA. Nein, wir stehen nirgendwo drauf. Auch im Index der Macht sind wir auf Platz 25. Nicht so schön. Nordkanada, ja, Festung, Festung, Werkstatt, Werkstatt. Sind nicht so happy. So viel haben die da nicht. Und ja, viele gibt es hier nicht zu sehen. Was ich eben noch mal kurz machen kann, einen Augenblick. So, wieder da. Ist nämlich, das Let's Play, was ich noch machen möchte, ist folgendes. Ich habe es selber noch nie gespielt, nie einen Teil davon. Ich glaube ja, da gibt es mehrere. Und ich wollte es einfach auch mal mit antesten und mache da jetzt, würde da gerne noch ein Let's Play draus machen. Drakensang, das schwarze Auge. Ja, freigegeben ab 12 Jahren. Also sind wir ganz knapp drüber, ne? Ganz knapp drüber. Ganz knapp ein paar Jahre. Und ja, folgendes. Ich kann ja eben mal kurz durchlesen. Aufruhr in Ferdok. Eine Mordserie erschüttert die Stadt und bedroht euren alten Freund. Ob die Morde mit der Ausrufung der Drachenqueste zusammenhängen, ist ungewiss. Und jede Antwort, die ihr findet, wirft nur weitere Fragen auf. Es scheint, dass eine noch viel größere Bedrohung im Dunkeln lauert. Wohlan, werter Freund, die Zukunft Aventuriens liegt in eurer Hand. Ja, und das ist das Einzige, was jetzt so ein bisschen hier hinten drauf deutet. Das Spiel selber ist jetzt nicht das Neueste. Moment, ich kann kurz gucken, wann war es rausgegeben. Ich glaube, 2008 war das, wo es rauskam. Ja, jedenfalls sind die ganzen Wertungen hier drauf von 2008. Ich habe jetzt die Gold Edition. Und ja, es scheint sich sehr hier mit den Auszeichnungen brüsten zu wollen. Also PC Action Gold
PC-Games gibt 81%, G-Base oder wie das heißt, gibt 8,5%, also Punkte von 10 wahrscheinlich, GameStar gibt 86%, GameStar gibt noch einen Stern, ja, 84% von Loki.de, 81% von KGN, 85% von Gamona. Bestes deutsches Rollenspiel 2008, bester Soundtrack 2008, beste Story und Spielwelt 2008. Deutscher Computerspielpreis 2009, deutscher Computerspielpreis 2009 in besten Kategorien, bestes Jugendspiel und bestes deutsches Spiel. 85% in Gold von Gamex glaube ich hieß das, was alles klein gedruckt hier. Gamers.at gibt 87%, Gamershall.de gibt Gold Award, 5 Sterne. Ja, und das, was ich jetzt absolut nicht lesen kann, keine Ahnung, irgend so ein Steuerkreuz in Gold als Auszeichnung und tralala. Naja, auf jeden Fall sehr viele Auszeichnungen hier bekommen. Und ja, das würde ich dann halt als nächstes gerne spielen. Ich habe keine Ahnung, wie spezifisch, also was das überhaupt für ein Spiel an sich ist, ist, ob es ein Rollenspiel ist oder ob es ja, mehr so ein Click and Run oder sowas ist. Oder irgendwie sowas. Ja, also hier hinten steht was drauf. Spielprofil, episches Rollenspiel in packender Atmosphäre mit taktischen Kämpfen basierend auf das schwarze Auge-Regeln. Oh Gott. Ich habe zwar keine Ahnung, was diese Regeln sind. Und ich will mich auch vorher nicht informieren. Ich will das ein bisschen blind zocken. Und ja, Logik und Taktik. Haben hier 4 von 5 irgendwas. Also unter Anforderungen. Mikromanagement hat 4 von 5. Reaktionsvermögen 2 von 5. Für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Spieleranzahl 1, Art des Spiels, Rollenspiels, bla bla bla. Ja. Und, ja. Systemanforderungen. Das ist ein Witz. Erfüllen wir locker. Aber ich muss sagen, so alt sieht die Grafik jetzt noch gar nicht aus. Das denke ich mir auch noch nicht so lange her. 2008, ne, wie gesagt. Und ja, das werde ich halt demnächst auch gerne ein Let's Play draus machen, da mich das hier nicht so bindet wie Supremacy. Supremacy ist ja halt Echtzeit und da ist es halt wirklich schwer, immer passend zum passigen Augenblick aufzunehmen, wenn man mal keine Zeit hat. Die Planung liegt im privaten Raum irgendwie anders und sowas. Ne? Ganz Gründe habe ich ja schon angebracht. Und ja, es bindet mich halt nicht so an Zeitpläne. Ich kann auch eben mal zwischendurch eine Session machen und die Zeit läuft einfach nicht weiter. Das ist halt bei vielen Spielen praktisch. Und ja, wie gesagt, in naher Zukunft wird auch das kommen. Wollen wir kurz weglegen. Und wieder zurück. So, was können wir hier noch machen? Mal schauen, wie viel Zeit habe ich rumgequatscht. Hey, cool. Ein paar Minuten auf jeden Fall rumgequatscht. 28 Sekunden noch, dann ist das hier fertig. Wir haben noch exakt so viele Rohstoffe. Bisschen mehr, dass wir eine Eisenbahn hier bauen können in New York. Festungsstufe 3 sollte erstmal vorerst ein bisschen genügen. Moral ist steigend, wohingegen die in den anderen Provinzen, Boston zum Beispiel, schon wieder am Fallen ist. Lincoln vor allem, da ist schon sehr kritisch. 0% Aufstandsgefahr, aber immerhin schon Aufstandsgefahr. Fallen, 52 Sekunden braucht die Festung hier auch noch. Und ich würde gerne alles sofort mit Eisenbahn zuklatschen, aber ja, ich habe schon einiges Geld ausgegeben. Man sieht es im Vergleich zum letzten Mal. Wir haben nur noch 71.173 Credits, Pfund, Credits, Pfund. Zu viel World of Tanks gerade gesuchtet. Ja, wieder ein paar Aufnahmen rausgehauen. Und ja, soweit das. Hier ist auf Stufe 5 aufgebaut. Festung kann ich euch kurz mal zeigen. Über den Verteidigungswert der stationierten Truppen. Level 5, Moral plus 25, Schaden minus 90%. Also minus 90% des Gegnerschadens hier abgefangen, bis das Ding zerstört ist. Eisenbahn können wir bauen, brauchen wir aber nicht. Das ist eine doppelte Kohleprovinz, die bringt uns schon genug. Conquer haben wir auch noch Kohle. Ottawa haben wir noch Kohle. Und wir sind sowieso mit 282 im Plus. Das reicht locker. Und hier ist es auch schon fertig. Zack, kann ich kurz zeigen hier. Die Bewegungsgeschwindigkeit von Bodentruppen kostet 10.000 Pfund, 1.000 Kohle, 3.000 Eisenerz, 5.000 Holz, Produktionszeit 3 Tage, Moral plus 7, Bewegungsgeschwindigkeit plus 250%, recht ordentlich.
Also das schafft kein anderes Gebäude hier. Rohstoffproduktion plus 33%. Ich glaube, das ist auch einzigartig. Ich kann kurz gucken. Ja. Selbst der Hafen bringt nur plus 25% und die Fabriken, naja, die bringen, glaube ich, auch nicht ganz so viel. Auch ein bisschen weniger, glaube ich. Und ja, Tagesverbrauch, Kohle, 500 Tonnen, ist deaktivierbar. Aber zacken. Bauen wir erstmal Rinne hier. So, was ich jetzt als nächstes eigentlich noch gern gemacht hätte, wäre, ach, Fabrik kann ich ja nicht zeigen. Ich hätte gern Fabrik gebaut, aber das ist uns nicht möglich, weil wir kein Öl haben. Hier. Und der Markt wird sich auch irgendwann schließen hier. Das heißt, die Angebote bestehen wirklich nicht ewig. Der ist relativ schnell aufgebraucht. Und ja, das ist nicht das einzige Problem. Wir stehen halt im Minus. Wir können die Fabrik einmal bauen, dann sind wir wahrscheinlich schon wieder bei Null mit dem Öl, weil wir das verbraucht haben. Und ja, so ergibt sich das Ganze. Und wir stehen gerade ohne Fabrik da. Ich hoffe, er baut hier keine. Das würde mich richtig ärgern. Angegriffen hat er uns über See auch noch nicht. Das finde ich gut. Und ja, ich hoffe erstmal, New York wird schön ausgebaut, bevor es wieder platt angegriffen wird. Ich sammle währenddessen immer noch alle Truppen, die es geht, bei New York. Die es geht, haha. Die ich hier so bekomme, bei New York. Kaserne können wir leider nicht bauen. Wir haben ja nicht genügend Getreide. Ja. Und dann sehen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Die brauchen sowieso noch 4 Stunden. 4 Stunden, bis sie da sind. Und ja, ich würde mal sagen, ich zeige euch dann im nächsten Let's Play, wie das Ganze ausgegangen ist, was draus geworden ist, ob wir irgendwas erreicht haben oder ob wir immer noch in unseren Provinzen vor uns hindümpeln. Irgendwas wird sich ergeben. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis denne und tschüssili.